Hier ist für uns aus Essen Michael Göre! Hallo. Ja, man darf sich von meinem bombastischen Äußeren nicht täuschen lassen. Ich bin im Großen und Ganzen ein ziemlicher Lappen. Und ich habe mich ja gefragt neulich mal, so, warum lassen sich eigentlich ab und zu dann doch nochmal Frauen auf mich ein? Und dann ist mir eingefallen, wieso? Und da habe ich einen Text drüber geschrieben, der heißt Wenn man mich fragt, warum ich eigentlich lange Haare habe, dann antworte ich gerne mit der Legende von Samson und Delilah. Im Buch Der Richter ist nachzulesen, dass Samson mit großer Kraft ausgestattet war, die aus seinen langen Haaren bezog. Wieso aus den Haaren wird in dem ollen Fantasy-Roman nicht weiter erklärt? Einfach so vermutlich oder wie ein kleiner grüner Nahkampf-Philosoph es ausgedrückt hätte, der Metal stark in ihm war. Aber da Yoda es in 900 Lebensjahren nicht geschafft hat, einen auch nur annähernd vernünftige Grammatik zu lernen, lassen wir den übersinnlich begabten Käfergnomen mal außen vor, zumal zu Samsons Ära der Heavy Metal noch gar nicht erfunden war. Schwierige Zeiten waren das. Wir hatten ja nichts. Außer übermenschlicher Stärke, die aus langen Haaren bezogen wurde. Samson jedenfalls war ein rechter Filou, der, nachdem er eine Wette verloren hatte, bei deren Einsatz es um 30 Festkleider ging, die er allerdings gar nicht besaß, kurzerhand 30 Festkleidbesitzer wegmetzelte, um seinen Einsatz zu begleichen. Merke, Spielschulden sind Ehrenschulden. Wenn er nicht gerade Löwen mit bloßen Händen in zwei Teile zerriss, jagte der Tierfreund und Hobbyphilanthrop Füchse mit brennendem Schweif durch die Kornfelder der Philister, um diese abzufackeln. Dass die Philister darauf nicht besonders gut auf Samson zu sprechen waren, versteht sich von selbst. Als der sich in die Knorke Delilah verguckte, überredeten seine Feinde sie, ihm das Geheimnis seiner Kraft zu entlocken, und als sie erfuhr, dass es seine Matte war, rasierte sie dem verliebten Dödel, der hormongesteuert alles mit sich machen ließ, die Prachtmähne ab, und seine Feinde konnten ihn in aller Ruhe überwältigen, blenden und versklaven. Dumm gelaufen. Das erzähle ich Leuten, die mich fragen, warum ich eigentlich lange Haare habe. Boah, sag bloß, du hast Superkräfte, entfährt es so manchen Dummbatz um 3 Uhr morgens und nach diversen Litern Alkoholiker. Nein, antworte ich, aber ich sehe mit kurzen Haaren einfach komplett scheiße aus. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Natürlich ist passend, dass ich Heavy-Metal-Fan bin. Headbang macht mit Mathe halt mehr Laune und mehr Hair. Da stellt sich so manchen vielleicht die Frage, was zuerst da war, die Haare oder der Heavy. In meinem Fall letzteres, auch wenn das zeitlich nicht so weit auseinander liegt. An meinen letzten Friseurbesuch erinnere ich mich tatsächlich noch ziemlich gut. Ich saß im Auto auf der Rückbank und zockte Tetris auf meinem Gameboy. Dem Gameboy. Generation One. Und der war zu dem Zeitpunkt noch der Shit. Seither ließ ich wachsen, einfach weil ich mit kurzen Haaren aussehe wie ein Nacktmull, den mein Grobmotoriker Moos auf den Kopf geklebt hat. Und siehe da, mit wachsender Länge bekam ich zwar keine Superkräfte, abgesehen von ganz passablem Helikopterbanging, aber meine Chancen beim weiblichen Geschlecht verbesserten sich deutlich, was mir fast noch mehr gefiel als Löwen zerreißen. Denn ein nicht unbeträchtlicher Teil der Frauen findet lange Haare ziemlich sexy, vor allem der Teil, der cool drauf ist. Man empfiehlt sich nicht unbedingt als Heiratsmaterial und Schwiegersohn der Herzen, aber immerhin als Son of Anarchy und wilde Affäre. Soll mir recht sein, solange das auch Serien gucken und kuscheln beinhaltet. Auf jeden Fall kommt man schnell mit potenziellen Partnerinnen ins Gespräch. Meistens die Eisbrecherfrage ihrerseits, die nach meinen Haarpflegeprodukten oder ob sie mal anfassen darf. Erstes beantworte ich wahrheitsgemäß mit: Waschen hat sich bewährt. Zweites gewähre ich gerne, wenn die Aussicht besteht, dass ich auch mal anfassen darf. Nicht unbedingt die Haare. Man mag Bass erstaunt sein, dass Schatz sich nur 1,80 Euro Shampoo benutzt und nicht mit weiteren Pflegetipps wie Spülung, Haaröl oder Avocado-Kudum-Kuren dienen kann. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich Schwein gehabt und bin beim genetischen Lotto nach meiner Mutter gekommen und nicht nach meinem Vater, der schon mit Anfang 30 eine Tonsur bekam, die jeden Mönch von Neid hätte erblassen und das Zölibat statt dem Brot brechen lassen. Es ist definitiv attraktiver für Frauen, wenn sie einem Zöpfe flechten können, anstatt einem an sonnigeren Tagen den Hinterkopf eincremen zu müssen. Würde ich eine Hitliste der Attribute erstellen, die Frauen an mir anziehend finden, wären meine Haare klare Nummer uno, gefolgt vom Humor auf der 2, meine Augen auf Platz 3 und auf der 4, ich bin gerade der einzige Single in meinem Raum, der noch aufrecht stehen kann. Erst sehr viel später kommt mein sonstiges Aussehen. Manchmal glaube ich, wenn ich kurze Haare hätte, wäre mein Sexleben auf eine Thermoskanne voller Matt beschränkt. Sind LKW-Fahrer anwesend? Aber so bin ich für Frauen interessant, die mich wahlweise für einen verwegenen Rocker oder einen romantischen Highlander halten. Und an dieser Stelle möchte ich eine Sache mal klipp und klarstellen. Lange Haare
sind der allerletzte Scheißdreck. Wer lange Haare schön findet, hat noch nie einen unfassbar massiven Haufen grauen, schleimigen Schmotter aus dem Waschbeckensiphon gefischt, der eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Kind hat, das der Blob und der Inhalt des Beckenrechens im Klärwerk gezeugt haben. Egal welches wohlduftende Shampoo man zuvor benutzt hat, dieser Klumpen stinkt, als hätte ein Frankensteins untotes Monster ins Abflussrohr geschissen. Lange Haare sind überall. In der Wohnung eines Langhaarigen sieht's immer aus, als wäre der zweite Katzenweltkrieg ausgebrochen. Du kannst noch so oft saugen oder fegen, irgendwo sind immer Haare, selbst in Zimmern, in denen man noch nie war. Es soll Staubsaugerroboter gegeben haben, die im Laden bei ihrem Erwerb gepiept haben. Der nicht. Der hat lange Haare. Aber nicht nur in den Ecken und Winkeln finden sich Bestandteile der Mähne. Auch im Essen landen immer wieder Haare. Da hilft kein noch so streng geflochtener Zopf- oder Ganzkörperhaarnetz. Es gibt wenig Unwürdigeres als jemand, der ein Haar im Rachen hängen hat und hustet und würgt und sich oral selbst fistet, um dieses extrem nervige Element wieder aus dem Maul rauszukriegen. Bei Langhaarigen kann es in diesem Moment zu extrem unschönen Momenten kommen. Wenn das eine der Ende des Haares sich fast anschickt, das Zäpfchen zu umwickeln, während das andere Ende schon im Magen Hallo sagt. Bei dem Anblick, wie man sich so ein Prachtexemplar unter Wimmern, Ekel und Würgen langsam wieder aus dem Hals zieht, sollen sogar Schwerschlucker das Kotzen gekriegt haben. Aber richtig unangenehm und vor allem maximal unerotisch wird es, wenn man über die Region des Privaten spricht. Also lasst uns über etwas reden, über das niemand reden möchte. So kommt es ab einer gewissen Haarlänge vor, wenn die Spitzen auf Höhe des Hosenbundes rangieren, dass sich ausgefallene Haare auf dem Weg ins Unterhoseninnere und die Kimme machen und sich zwischen den Arschbacken einnisten. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das führt bisweilen auf dem Klo oder beim Duschen zu überraschenden Momenten, die so weit von sexy entfernt sind wie Björn Höcke von Sympathie und Menschlichkeit. Die Königsdisziplin ist allerdings, wenn man morgens aufwacht und feststellt, dass sich eins oder mehrere Haare nach Art der Schlange vorne in die Unterbuchse geschlichen und unterhalb der Eichel um den Penis geschlungen und wie auch immer verknotet haben. Ich frage mich dann immer, wie das geht und ob ich vielleicht im Schlaf den Penishelikopter gemacht habe. Ein Mysterium auf dem Level des Bermuda-Dreiecks, der verschwundenen Socke in der Waschmaschine oder dem Erfolg Dieter Bohlens. Es gibt auf jeden Fall angenehmere Arten, den Tag zu beginnen, als sich verknüttelte Haupthaare von der empfindlichsten Stelle des Mannes zu rupfen. Es gibt also durchaus Argumente, sich die Matte abzuschneiden. Ich bleib trotzdem langhaarig. Inzwischen ist ja schon fast wieder ein Statement. Selbst in der Metal-Szene sind lange Haare auf dem Rückmarsch. Vielleicht ist der Faktor, dass eine wogene Haarpracht nicht mehr zur Rebellion taugt, wo so jedes noch so abwegige Erscheinungsbild keine Nase mehr rümpft, außer in Regionen der Bundesrepublik vielleicht, wo man wieder weht wie 1933. Das kam in Chemnitz überhaupt nicht gut an. Wenn man heutzutage noch lange Haare trägt, dann eher im Gesicht. Mir soll's recht sein. Wenn sie nicht gerade in meinen Hals, mein Rektum oder unter die Eichel verirren, mag ich meine Haare. Im Sommer sind sie mir Sonnenschutz und im Winter Mütze. Ich kann sie als Schal tragen und auf Konzerten ab einer gewissen Rotationsgeschwindigkeit als Platzschaffer einsetzen. Wenn ich mal jemanden erschrecken will, hänge ich sie mir ins Gesicht und krieche aus einem Fernseher. Und wenn alles nach Plan läuft und ich sie nicht verliere und ergraue, dann werde ich zum Heavy Metal Gandalf. Ich gehe zu Rush Hour mitten auf die größte Kreuzung der Stadt und sage, du kommst nicht vorbei! Der merke, lange Haare machen Laune. Woo!